Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar ist das heute wieder mal ein Vlog. Wie gesagt, kommt der ja jeden Tag, plus einem Gaming-Video. Gestern habe ich aber leider kein Gaming-Video geschafft, deswegen gibt es heute eine kleine Frage- und Antwortrunde. Und dann seht ihr noch ein paar Impressionen, wie es im Schwimmbad war und wie wir hingefahren sind und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das Ganze machen werde. Und zwar kommt die erste Frage von der lieben Sarah. Und sie schreibt, @bumsdoggy, welcher Beruf wolltest du als Kind warst machen? Hier. Als ich Kind war, ich wollte eigentlich schon immer gerne Schauspieler werden. Ich wollte aber auch immer, also ganz, ganz früher weiß ich, wollte ich im Zirkus Artist sein. Und ich wollte aber auch schon mal Zauberer werden. Also im Zirkus irgendwie. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall etwas, wo man sich zur Schau stellt. Jetzt ist es YouTube geworden, nicht berufsmäßig, aber auf jeden Fall schon hobbymäßig. Und ich glaube, das macht mich ziemlich glücklich, ja. Dann kommt die nächste Frage vom lieben Malba. Max. Und er fragt, Ketchup, Mayo oder Senf? Natürlich Ketchup. Ich liebe Ketchup. Ich kann so alles und jedem Ketchup essen. Was esst ihr am liebsten? Schreibt es mir einfach mal rein. Ich zum Beispiel könnte jetzt auch einfach eine Semmel aushüllen, dann mit Ketchup füllen und eine Wurst reinstecken, ne? Dann hatten wir eine geile Wurst, Semmel, Ketchup, Gemischdings, irgendwas. Schmeckt aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das habe ich früher mal gemacht. Dann kommt die nächste Frage von der lieben Mrs. Delay und sie fragt, was hilft dir bei der Hitze? Bei der Hitze hilft bei mir eigentlich nur der hier. Ich hoffe, man hat es gehört, das ist mein Ventilator und ins Freibad gehen. Also wir sind jetzt eigentlich jeden Tag ins Freibad gegangen bei dem schönen Wetter. Und ja, ihr könnt ja mal schreiben, was sind eure Tipps bei der Hitze. Dann kommt die nächste Frage von der lieben Christi. Und sie fragt, #AskDoggy, wurdest du schon mal von einem Zuschauer angesprochen? Ja, heute. Von 3 Personen. Die waren wirklich ziemlich nett drauf und das Ganze ist, wie gesagt, im Freibad passiert. Dann kommt die nächste und somit auch die letzte Frage von der lieben Jule. Und sie fragt, lieber im See schwimmen oder im Freibad? Ich persönlich schwimme gerne im See, aber auch gerne im Freibad. Es ist halt so, ich glaube, dass der See wirklich noch hygienischer ist als das Freibad, aber ich liebe es irgendwie zu tauchen. Und wenn ich in einem Freibad, ich sag mal so, da tauche ich irgendwie lieber, weil ich einfach weiß, okay, ich kann dann hoch, ich kann mich dann wo festhalten und so weiter. Wenn das jetzt aber im See ist, geht das nicht so gut, weil ich meine, du schwimmst hoch, dann hast du vielleicht keine Puste mehr, aber du musst dich irgendwo festhalten und bist aber mitten im See, geht leider nicht. Sonst würde es am Beckenrand funktionieren, Schwimmbad und sonst im See nicht. Aber ich mag beides gerne und mehr finde ich sowieso noch super geil. Ja gut, Leute, das war's von den Fragen und Antworten. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Rest des Vlogs und macht's gut und ciao. Und jetzt sind wir auch schon wieder zu Hause. Wie gesagt, ich habe heute nicht so viel gefilmt. Ich muss das Ende jetzt aber schnell machen, weil sonst kommt das Video heute nicht mehr pünktlich an. Ihr seht, ich werde immer brauner und immer brauner. Hier meine Handinnenflächen, hier meine Außenflächen. Also ich glaube, man sieht dann schon einen sehr gewaltigen Unterschied. Außerdem habe ich gesehen, dass wir kurz vor den 1000 Likes stehen. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie 950 oder so. Das heißt, ich mache mich jetzt morgen dran, weil morgen ist sowieso ein Regentag, das den zweiten Teil vom 25.000 Abonnenten-Special zu machen. Mal schauen, was es dann sein wird. Vielleicht der 24-Stunden-Livestream. Don't know. Könnt ihr mir mal ein paar Vorschläge in den Kommentar schreiben. Und ich würde sagen, Leute, ich rede jetzt einfach gar nicht mehr länger drüber, weil das verschwindet alles nur Zeit und dann brauche ich länger. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und ciao.